Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Nicole und ich möchte heute wieder ein Wanderpaket auspacken, das mich erreicht hat. Und zwar ist das das Paket von der lieben Nadine vom Kanal Blind Luminous. Ja, ihr Paket war das allererste Tauschpaket, bei dem ich mitgemacht habe. Und durch die Mädels und so bin ich überhaupt darauf gekommen, YouTube-Videos zu machen zu Produkten, die mich interessieren oder auch zu Unboxings, die ich mache und so. Ja, das ist ein mega spannendes Paket immer und das machen ganz tolle Mädels mit. Ich verlinke euch die Kanäle der anderen YouTuberinnen, die mitmachen, auf jeden Fall unten in der Infobox. Aber jetzt wollen wir erstmal reinschauen. Ja, ich habe hier als erst einen riesigen Sack. Ich glaube, das sind tatsächlich alles Goodies. Das ist der absolute Wahnsinn. Also da werde ich dann nachher ganz in Ruhe mal durchschauen. Ne? Ich glaube, da hat bestimmt jeder inzwischen Goodies reingetan. Wir wollen aber erstmal schauen, was so in dem Paket ist. Da habe ich als allererstes eine riesige Box, die Barbara Box. Und die ist so schwer. Wollen wir mal schauen, was drin war. Ich habe schon alles aus dem Karton einfach nur rausgenommen und auf den Tisch gelegt. Das, was von mir war, das nehme ich einfach wieder raus. Hier habe ich Isla Erkältungs- und Halsbeschwerden, so Lutschtabletten mit Zitrus. Ja, warum nicht, ne? Also bei uns ist auch aktuell schon wieder jemand erkältet. Ja, meiner großen Familie bleibt das nicht aus. Hier habe ich von Aurika diesen Perfume Stick. Den finde ich ganz cool. Also der ist so ein bisschen blumig, aber auch holzig und ist halt im Prinzip wie ein Deo-Stick, den ihr euch auftragt und der schmilzt dann auf der Haut. Ich finde den ganz schön, aber nicht so toll, dass ich ihn jetzt ein zweites Mal brauche. Von daher wird es weitergehen. Oh, dann habe ich hier von Wet n Wild ein Puder, ein Setting-Puder. Gucken wir mal. Ah, nein. Hier drauf, das ist gar nicht so. Seht ihr das? Da ist schon voll Glitzer drauf. Also ich glaube, das ist ein Highlighter. Der ist nicht ganz gerade zugeschraubt. Oh nein. Ich versuche das mal gerade zuzuschrauben. Also das scheint ein, ja genau, der war nicht ganz gerade zugeschraubt. Das scheint ein loser Highlighter zu sein in so einem Goldfarbton. Aber den brauche ich nicht, weil so viel Highlighter verwende ich nicht und irgendwie werden es doch immer mehr. Hier habe ich eine Peel-Off-Maske, Metallic Peel-Off-Maske. Smoothing Silver. Oh, eine silberne. Metallische. Aber Peel-Off-Masken, also ich habe mehrere hier, aber ich bin da nicht so ein Riesenfan von. Dann habe ich hier was, das könnte ich tatsächlich auch reingelegt haben. Das ist nicht beschriftet. Muss ich mal schauen, ob das von mir war. Ich tue das mal zu den Sachen dazu. Dann habe ich hier ein Duschgel, aber das hat einen Cooling-Effekt. Das mag ich überhaupt nicht leiden. Dann ist hier ein Serum gegen Falten. Ja, ich habe aber momentan andere Serien in Anwendung, mehrere für tagsüber und für nachts benutze ich jetzt immer dieses Confidence in Your Sleep Serum von IT Cosmetics und ich liebe das. Ich liebe das wirklich, weil ich bin echt der Meinung, dass seitdem hier so die Fältchen, die ich so habe, so ein bisschen weniger sichtbar sind, dass das tatsächlich einen Effekt hat. Und dann habe ich hier was wieder, was ich reingetan habe. Das auch. Das auch. Oh mein Gott. Kommt denn alles wieder zurück? Aber das ist nicht von mir. Eine kräftigende Pflege für die Haare von John und Glenn. Ohne Gedöns. Repair and Shine. Ja, ist an sich ganz schön, aber ich habe echt viele Leave-Ins, weil die so oft in den Boxen jetzt drin waren. Und diese Sprays, zumindest bei mir, werden die irgendwie überhaupt nicht leer. Dann habe ich hier eine Hand- und Nagelcreme. Das ist ja spannend. Von NYX. Die sieht ja toll aus.
repariert und nährt. Also da könnte ich mir gut vorstellen, dass die mir gefällt. Dann habe ich hier noch einen Cognac-Schwamm, aber da habe ich aktuell selber noch einen zu Hause. Obwohl, ich überlege es mir mal, ich überlege es mir mal. Was haben wir denn hier? Eine Shampoo-Probe. Dann, oh, was ist das denn? Von Plum and Poppy. Ein Hair Finishing Gel. Ah, das ist so ein Baby-Hairstyler quasi. Das finde ich toll, aber ich habe aktuell einen in Anwendung und noch einen im Backup, den ich letztens im Tauschpaket hatte, von der Verena nämlich. Ja, von daher brauche ich das jetzt nicht, weil so viele davon brauche ich nicht im Backup. Das war auch schon wieder von mir. Das ist aber nicht von mir. Nivea Tagespflege mit Mandelöl für trockene Haut. Freue ich mich, weil ich habe keine trockene Haut. Im Gegenteil. Ne? Hier habe ich von Annemarie Börlind eine Lippenpflege. Ja, das ist einfach so ein farbloser Lipgloss. Dann habe ich hier von MAC so einen kleinen Lippi, aber der ist auch schon länger dabei. Ne? Der ist auch unbeschriftet. Den zeige ich euch jetzt nicht nochmal. Das ist der gleiche. Dann haben wir hier von Verso eine nährende Creme, aber den brauche ich auch nicht. Dann, oh, das habe ich reingetan. Das wollte auch keiner. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? Von NYX hier so ein so ein Liquid Lipstick mit einem Gloss drüber. Den habe ich reingetan und dann habe ich hinterher gedacht, ach schade, ich habe den ja nie ausprobiert. Die sollen so ultra haltbar auf den Lippen sein, aber irgendwie dachte ich, ja, die Farbe, ob mir die so gefällt. Aber dann probiere ich ihn einfach selber aus. Ne? Ich bin da nämlich neugierig drauf, ob die Haltbarkeit wirklich so gut ist. Dann habe ich hier ein Handdesinfektionsmittel, aber da habe ich irgendwie so viele und ich habe meistens so diese kleinen Gelfläschchen, die habe ich mit so einem Clip an der Handtasche und im Auto habe ich so eine große Pulle stehen, von daher brauche ich da nicht noch mehr. Dann habe ich hier von Rituals eine Day Cream, aber die soll extra viel Glow verleihen und ich brauche eher was Mattierendes. Von Dove habe ich hier die verwöhnende Pflege mit Shea Butter und Vanilleduft. Aber ich glaube, die habe ich auch. War die nicht letztens in der Box oder war das eine andere von Dove? Auf jeden Fall habe ich da auch so eine riesige Creme von Dove noch im Backup. Hier habe ich von Bondi Sands einen Selbstbräunungsschaum. Den habe ich auch, aber dieser ist dark. Ich habe den in Light und ich habe den im Winter jetzt auch nicht benutzt. Ne? Aber ich denke mal vom letzten Herbst ist ja bestimmt noch gut jetzt im Frühling. Von Taft habe ich hier einen Hitzeschutz, aber ich brauche sowas ganz selten, weil eigentlich lasse ich die Haare meist ja, naturtrocknen, ne? Und da habe ich was da. Dann habe ich hier noch mal einen Dip-Eyeliner von Catrice, aber den brauche ich jetzt auch nicht. Dann habe ich. Was ist das denn hier? Big and Magical Mark. Eine Mascara. Ich kann nicht mal. Ah, von Avon. Das ist ja auch spannend. Von Avon habe ich auch noch keine. Ich habe so viele Mascaren momentan da. Ich habe jetzt heute erst wieder eine neue angebrochen und getestet. Ja, Big and Magical. Von daher lasse ich die diesmal mal drinnen. Dann habe ich hier. Was ist denn das? Ach, das ist ja cool. Das ist so ein Einkaufschip. Baumarkt. Den bereite ich verbummeln, nämlich immer meine Einkaufschip. Ich mache mir den wirklich an Schlüssel. Das hier seht ihr das. So ein Schlüsselanhänger. Da steht Baumarkt drauf, aber das ist mir egal. Ne? Ich verliere diese Einkaufswagenchips immer. Und immer, wenn ich dann einen brauche, habe ich keinen. Ja, hier von got2b auch nochmal ein Hitzeschutzspray. Genau, das habe ich nämlich. Das war unlängst in der Box gewesen. Ich habe das auch ehrlich gesagt noch nicht probiert. Vorher hatte ich was, das hat mir nicht so gut gefallen. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ein Intimgel. Fema Viva mit Milchsäure, Hyaluron, Demanose und Cranberry. Schützt und pflegt die Haut im äußeren Intimbereich. Ja,
nicht gerade so nach der Rasur und so kann ich mir das gut vorstellen. Also ich glaube, das behalte ich. Das finde ich ja super. Da hatte ich schon mal irgendeine Creme aus der Apotheke, die ich auch ganz gut fand. Aber ja, probiere ich gerne aus. Hier habe ich ein Effektpuder von, ich glaube, ist das von Gosh? Ja, genau. Da habe ich schon so eins in Grün und habe mir in letzter Zeit echt viele so lose Glitterpigmente und so rausgenommen, die ich noch nicht probiert habe. Deshalb nehme ich da jetzt nicht noch mehr. Dann habe ich hier was von Mina oder Draina, Mina, glaube ich. 24 Stunden Cream Eyeshadow. Das ist ja spannend. Das ist, glaube ich, so ein Braun, aber ich habe. Oh. Dann schraube ich ihn jetzt auch nicht auf. Weil ich habe da, der wird, glaube ich, matt sein. Ich habe da nämlich einige von Liesl Cosmetics, diese Eyeliner, die kann man auch super als Shadow so nehmen, als Grundlage. Das habe ich auch heute gemacht und ich habe mich heute morgens, vormittags geschminkt und jetzt ist schon spät abends, ne? Und es sieht noch so gut aus, ne? Von daher, obwohl das, wenn das so ein dunkles Braun. Oder ist das wie der Deckel? Also wenn das so hell ist, habe ich sowas. Ne? Das wird wahrscheinlich die Farbe vom Deckel sein. Wäre das jetzt so ein bisschen dunkler? Ah, ich tue es mir noch vielleicht. Nachher tut es mir wieder leid, wenn ich es nicht nehme. Dann habe ich hier von Eliza Jones eine Retinolcreme. Aber die brauche ich auch nicht. Da habe ich momentan einige Sachen, mit denen ich so ganz zufrieden bin. Mal wieder hier umpacken. Es kommt nämlich noch viel mehr. So, das hatten wir schon. Dann habe ich hier etwas, das war so lose drin und das ist ein wunderschöner Haarreif. Aber von der Größe her würde ich sagen, dass er eher Prinzessin-mäßig. Ja, das überlege ich mir. Da frage ich vor allen Dingen meine Tochter, ob die den vielleicht leiden mag. Die hat etwas dunkleres Haar als ich. Da könnte ich mir vorstellen, dass ihr das sehr gut steht. Ansonsten finde ich den auch nicht schlecht. Ne? Vielleicht überlege ich mir auch, den zu behalten, gerade so zum Schminken und so. Obwohl ich da natürlich auch keinen Mangel habe. Ne? Das ist, muss man auch einmal ehrlich sagen. Ne? Also der sammelt sich ja doch immer was an. Oh, hier habe ich einen Pinsel. Was ist denn das? Das ist von BH Cosmetics. Ein Foundation-Pinsel, glaube ich. Ne? Ja, der fühlt sich aber schön an, ne? Wo die Borsten so ein bisschen, seht ihr das immer so, gehen so ein bisschen weg. Vielleicht nicht ganz so festgebunden, wie ich das am liebsten mag. Dann haben wir hier einen, ich würde mal sagen, Nagellack in Silber. Was ist denn das? Ja, doch für die Nägel. Aber leider kann ich mir die Nägel nicht so wirklich lackieren, weil ich so sehr brüchige Nägel habe. Hier habe ich von Catrice Lip Power ein Plumping Gel Lipstick. Oh, cool. Das ist eine extrem knallige Farbe, so ein Himbeerton. Das ist eigentlich eine schöne Farbe, aber wahrscheinlich würde ich ihn dann nicht oft genug tragen. Was habe ich denn hier von Revolution? Was Schönes. Auch ein Konturpuder, das ist ja süß. Ich finde auch die Verpackung schön, ne? Also, ich würde mir das rausnehmen, aber ich habe von Revolution eine große Konturpalette schon und da sind also wirklich alle Schattierungen drin, ne? Und die finde ich aber auch von der Qualität ganz gut, ne? Also, eigentlich ist die kleine Größe so ganz süß zum Mitnehmen oder so, aber. Da müsste ich meine große Palette vielleicht mal. Ja, weiß ich nicht. Nein, ich nehme ihn jetzt nicht raus, weil ich habe von Revolution schon halt, wie gesagt, in der großen Palette Bronzer und Kontur und alles. Aber finde ich sehr schön. Hat auch so ein schönes Pressing. Ne? Also die Verpackung bei Revolution. Ach, jetzt habe ich die hier gestellt. Bringe ich mich nachher noch selber durcheinander. Dann haben wir schon die nächste Tasche. Die ist von der My Little Box. Und zwar habe ich hier etwas von Alessandro. Alessandro kenne ich von meiner Jugendzeit her, sage ich mal so. Hauptsächlich die Nagelprodukte. Da gab es mal so eine ganz tolle Handcreme in so einer
etwas holographischen Verpackung, die eigentlich gegen Alltagsflecken sein sollte. Da war ich ja noch nicht so alt. Die aber so schön die Hände gepflegt hat, die ich mir öfter gekauft habe, obwohl die ganz schön teuer war. Aber was bist du denn jetzt? Auf jeden Fall ein Augenbrauenpuder. Ach so, aber in der Farbe Anthrazit. Dann ist das so ein Grau. Dann ist die Farbe einfach nicht passend. Dann habe ich hier von M. Asam Clear Skin ein Reinigungsgel für unreine Haut. Auch das könnte ich mir vorstellen, dass ich das mal ausprobiere. Dann geht es wieder mit einem Pinsel weiter. Luxi. Und zwar ist das hier so ein Stippling Brush. Seht ihr das? Von Luxi. Den könnte ich mir aber gut vorstellen, um so Creme Contour oder Creme Blush aufzutragen. Ich glaube, den behalte ich. Der gefällt mir. Vor allen Dingen habe ich so einen Stippling Brush so in der Größe auch nicht. Der kommt mir sehr bekannt vor. Das ist so ein Liquid Eyeshadow von NYX. Den brauche ich aber nicht. Dann, oh, habe ich hier von Essence eine Mascara und zwar die Lash Princess Powerful. Da hatte ich schon mal eine in lila, grün. Ich weiß nicht, ob ich diese schon hatte. Auf jeden Fall fand ich die tatsächlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Aber ich habe in meinem Backup echt viele Mascaren von Marken, die ich noch nie getestet habe, dass das so viele sein können. Das klappt mir gar nicht. Jetzt habe ich heute eine von NARS angebrochen und das ist dann auch das erste Mal, dass ich eine von NARS benutze. Dann habe ich noch eine von Sephora. Das ist dann auch das erste Mal, dass ich eine von Sephora nehme. Eine von MAC. Das wäre auch die erste von MAC. Dann habe ich eine von M.A. Also da habe ich momentan zu viele, die ich noch testen will, die ich auch unbedingt testen will, weil ich noch nie von der Marke Mascara getestet habe, aber da brauche ich ein Jahr für, bis ich da durch bin. So, hier habe ich von Got to Be so ein Glitzerspray und das habe ich zu Hause in Silber und Pink, glaube ich, mal für die Kinder Karneval gekauft. Da brauche ich auf keinen Fall ein drittes, ne? Das steht auch schon, also ich glaube, 2 Jahre rum. Da müsste ich mir eher mal überlegen, ob ich das entsorge, weil das benutzt eh keiner. Hier habe ich Instashine, das ist ein Glättungsspray, aber ich möchte lieber locken, also ich möchte meine Haare nicht glatt. Deshalb geht das weiter. Dann habe ich, oh, von Bobbi Brown. Warm Ivory, ein Lippenstift. Da muss ich, wenn der, ist der, kann man da reingucken? Ach, das ist gar kein Lippenstift, sondern das scheint so ein Liquid zu sein. Das ist doch kein Lippenstift. Das ist ein Concealer, glaube ich. Das wäre für einen Lippenstift eine sehr merkwürdige Farbe. Das wird ein Concealer sein. Ja, sicher. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? Ein Serum-Concealer. Und es sieht aber auch schon aus, als wäre der, seht ihr das, auf jeden Fall schon benutzt. Deshalb kann ich mir den auch angucken. Also von der Farbe könnte das vielleicht auch funktionieren. Ich gucke mir dazu nachher nochmal Swatches an und entscheide mich dann, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, das mal auszuprobieren. Ich habe von Bobbi Brown meine Foundation getestet, die hat mir aber nicht gefallen, ne? Die hat bei mir einfach nicht funktioniert von der Haltbarkeit und so. Aber ich habe auch echt sehr ölige Haut, da muss man auch wirklich gut gucken, dass man da ein gutes Produkt findet, was dann hält, ist auch echt schwer, ne? So, dann habe ich hier so ein wunderschönes Täschchen und das Täschchen alleine finde ich super schön. Das ist von Douglas. Aber dieses Zebra-Design, das ist doch wohl richtig toll. Und das ist so ein Gewebe, ne? Wie gestrickt. Die Tasche finde ich richtig schön. Da habe ich hier als erstes was von, oh, Too Faced. Melted Metals, ein metallischer Lipstick. Den finde ich echt spannend, aber das ist die Farbe Bunny. Ich gucke da nochmal. Ich schätze, das wird dieses Pink der Verpackung sein, aber ich lieche mir trotzdem. Wenn das diese Farbe ist, dann ist das jetzt einfach nicht meine Farbe, aber vom Prinzip her fände ich das schon cool. Dann habe ich hier von Revolution Glow einen wunderschönen Bronzer. Ich halte mal den Spiegel nur zu, aber
wie gesagt, ich habe so eine große Palette von Revolution, wo nur Konturtöne und Bronzer drin sind. Von daher werde ich mir den nicht rausnehmen, obwohl ich die Verpackung echt cool finde, ne? Aber die Farbe wäre mir wahrscheinlich auch zu dunkel, muss man sagen. Dann wird das schnell fleckig. Das ist jetzt die Farbe Medium. Wer weiß, ne? Aber dann habe ich hier von Sacha Chuan, spricht man das aus, eine Styling Cream. Die habe ich auch, die ist toll. Die ist toll. Ich nehme mir die immer, wenn ich mir Sockenlocken oder sowas mache, auch in die Haare. Also die funktioniert gut. Dann habe ich hier von Hey Honey eine Maske. Die finde ich auch toll. Die habe ich schon ausprobiert. Das ist eine feuchtigkeitsspendende Maske. Aber ich benutze halt eher Sachen, die die Haut so ein bisschen klären und reinigen sollen. Von daher nehme ich sie nicht raus. Dann habe ich hier noch einen Labello. Einen echten klassischen Labello. Aber den lasse ich auch drinnen. Dann habe ich hier etwas von Revolution. Was werden wir jetzt zusammen rausfinden? Oh nein, dann ist hier, da ist jetzt hier der Reißverschluss abgegangen. Aber das ist nur so raufgesteckt. So, da gucken wir mal. Ach, das sind solche Puffels zum Gesicht waschen. Tja. Oder abschminken. Also ich finde sowas super. Ich glaube, die nehme ich mir raus. Ich mag sowas sehr gerne. Das sind, glaube ich, drei Stück, zwei oder drei. Ich glaube, drei Stück sind da in der Packung. Dann habe ich hier eine wunderschöne Geburtstagskarte. Oh, schaut euch das an. Süß. Finde ich sehr süß. Die nehme ich mir auf jeden Fall raus für drei Kinder. Da kann ich die immer mal gebrauchen. Entweder für meine Kinder oder dann für irgendwelche Kindergeburtstage und so. Und es geht genauso schön weiter. Hier sind noch so süße Sticker drinne. Das ist auf jeden Fall was für meine Mädels. Da werden die sich mega drüber freuen. Das nehme ich mir auf jeden Fall auch raus. Das finde ich ja schön. Dann habe ich hier eine Nagellackbox. Ich gucke die trotz alledem mal durch, weil ja, ich lackiere mir halt im Sommer die Füße und wenn da eine spektakuläre Farbe drin ist, wo ich sage, das habe ich noch nie gesehen, das brauche ich dringend, dann könnte es sein, dass ich mir das rausnehme. Was ist das denn? Das ist so ultra flüssig. Ist das ein Topcoat? Gucken wir mal weiter. Auch was ich reingegeben habe, muss ja auch gucken, ist auch total schön, ne? Total schöne Farbe. Nee, aber ich glaube, hier ist auch nichts von mir drin. Ach doch, der ist von mir. Von Nailberry. Ja, aber der ist halt auch zu hell für die Fußnägel. Muss ich mal gucken. Noch so einen roten. Aber rote habe ich halt auch einige und weiß was. So selten benutze, wird das auch nicht leer. Ne? Der ist auch von mir. Ja, womöglich werde ich den für die Fußnägel nehmen. Aber ich habe halt genau so einen Ton mir gekauft von einer anderen Marke. Naja. Und zwei brauche ich nicht, ne? Weil es schon selten, dass ich überhaupt dann mal einen benutze. So, dann geht es noch weiter. Hier habe ich nämlich noch eine Pinkbox. Die ist auch richtig schwer und ganz voll. Und da wollen wir mal zusammen gucken. Oh, wie schön. Als erstes habe ich ein Wellmix Balance Eiweißriegel. Den nehme ich mir auf jeden Fall. Ne? Ich mache zwar momentan keinen Sport, aber Eiweißriegel esse ich trotzdem noch. Das ist ein Fehler, sage ich euch, ne? Dann habe ich hier ein Skin Tonic, ach, von Mira. Das ist so ein Gesichtstonic, aber das ist sehr ölig. Ich hatte das auch mal irgendwo gehabt und habe es aber dann weitergegeben. Das ist also nichts für mich. Dann habe ich hier etwas mit Arganöl. Es kommt mir so bekannt vor. Es ist auch kein Klebi drauf. Weiß ich nicht, ob das von mir sein kann. Eine Intensivcreme, aber ich
glaube, ich ist noch kein Aufkleber dran. Dann habe ich hier noch einen Gua Sha, aber da habe ich auch einige von. Dann habe ich hier eine Creme, die ich reingetan habe, so eine kleine. Hier habe ich eine Handcreme von Jaya. Ich glaube, die ist schon die zweite oder dritte Runde dabei, ne? Jetzt tut sie mir doch ein bisschen leid, ne? Keiner will sie haben, Leute. Also die ist schon länger dabei, die nehme ich mir, glaube ich, raus. Aus Mitleid und weil ich Handcreme sowieso mag. Schade, ich habe eine Foundation reingetan, die bei mir absolut nicht funktioniert hat. Ne? Leider ist sie zurückgekommen. Dann habe ich hier einen Jade-Roller. Dann habe ich hier etwas von Dr. Barbara Sturm Glow Drops. Aber Glow und ich. Dann habe ich hier, oh, nochmal so von Catrice, nochmal so ein Plumping Lip Gloss. In der Farbe Flower and Herb Edition 40. Also ist aber auch so ein knalliger Rot-Pink-Ton. Dann habe ich hier noch so ein Single Shadow, den ich reingetan habe. Dann muss ich den auch wieder rausnehmen. Dann habe ich hier Lash Like a Boss. Von Essence nochmal eine Mascara. Dann habe ich hier so ein kleines Shampoo, das habe ich auch reingetan. Da ist ja wieder viel zurückgekommen. Das habe ich noch nie gesehen. Oh, Gold Texturizing Spray. Ach, das ist wahrscheinlich ein goldenes Haarspray, womit man sich so goldenen Schimmer in die Haare macht. Verleiht feinem, dünnem oder mattem Haar Volumen und Struktur. Ich habe jetzt nicht so feines Haar, von daher, aber interessant, habe ich noch nie gesehen. Dann habe ich hier, oh, hier so eine Ultra Repair Cream. Ja, die nehme ich mir, da ist kein Klebi drauf, weiß nicht, habe ich die reingetan? Nein. Also, wie auch immer, ich nehme sie mir auf jeden Fall raus, weil mein Sohn, der liebt die, der nimmt die mal als Creme einfach nach dem Duschen. Der ist so ein Eincrememuffel und cremt sich sonst überhaupt nicht ein, von daher. Dann habe ich hier von Ardell Lashes, aber ja, die sind mir zu krass, ne? Die sind mir zu krass, da habe ich schon so ein paar krasse, die ich mir immer aufbewahre, für wenn ich mal krasse Wimpern brauche und ich benutze ehrlich gesagt die, ne? Dann habe ich hier was. Ach, das war schon mal drin, ne? Das ist ein Facelifting Tape für die Straffung der Haut. Das kann ich nicht gebrauchen. Dann habe ich hier was. Oh, das habe ich auch reingetan. Was ist denn das? Das ist, ach, dieser Brow Definer. Ja, der war auch mal in einer Box, in so einer Tasche, in irgendwas drin gewesen. Und das ist leider nicht meine Farbe. Das ist hier so Chestnut Brown. Das ist so ein warmer Braunton. Muss ich mal gucken, wem das vielleicht passen könnte. Hier habe ich von Origins einen Ginseng Moisturizer. Den brauche ich aber nicht. Dann habe ich hier, oh, von Icona Ray of Light. Das ist so ein leichter Concealer, aber der hat mir nicht so gut gefallen. Und dann habe ich hier Max Ice Touch, ein Cooling Spray. Aber das ist nichts für mich. Also ich brauche alles, was wärmt, nichts, was kühlt. Dann habe ich hier noch was, was ich selber reingetan habe. Das gibt es ja gar nicht. Hier ist sogar eine Maske zurückgekommen. Und, ah nein, die... Was hatte ich auch, aber das ist nicht meine offensichtlich. Die habe ich aber auch. Ich habe mir von Leico so ein riesiges Maskenset geholt. Ja, zum Tauschen und teilweise ausprobieren. Deshalb lasse ich die drin. Ne? Dann ist hier eine Foundation, die hatte ich mir geholt. Die ist auch wieder zurückgekommen. Die hatte ich mir ganz neu geholt. Die hat so einen Schreck. Also man sieht das jetzt hier nicht so, aber
Ich bin ja echt schon ein eher kühler Hauttyp, aber die ist mir zum einen, na, zu hell und die ist mir auch, man sieht das vielleicht auf dem Bild nicht, die ist mir echt zu kühl auch. Also die sieht selbst bei mir richtig rosa auf dem Gesicht aus. Das funktioniert leider nicht, ne? Tja, schade. Jetzt habe ich sie mir natürlich auch ganz schlau hier auf die Hand geschmiert. Ich muss mir mal eben ein Tuch holen. So, dann kommt jetzt noch der richtig spannende Teil. Hier habe ich nämlich noch ein paar Paletten. Und zwar zum einen, na, die Brasil-Palette. Die habe ich aber auch. Ich habe sie auch schon einmal ausprobiert. Diese ist jetzt hier noch ganz neu. Die ist von Max and More, also aus dem Action. Von daher ein zweites Mal brauche ich sie auf jeden Fall nicht. Ist aber also ein schönes Farbschema auf jeden Fall. Und dann habe ich hier noch eine ganze Box mit Paletten. Da sehe ich schon mal eine, die zu mir zurückgekommen ist. Das war hier von Revolution, die Bronze Lights. Ja, die hatte ich zweimal. Die habe ich einmal, als ich bei Revolution bestellt habe, so als Beigabe gehabt und einmal war sie in der Box jetzt drin. Von daher muss ich mal gucken, dann tue ich sie in ein anderes Tauschpaket oder so, weil zweimal brauche ich sie denn nicht. Dann habe ich hier etwas von MAC Pro Color Compact. Was ist denn das? Ja, wird wahrscheinlich auch Eyeshadow sein, ne? Gucken wir uns das mal an. So. Oh, schaut. Ach, das ist eine Leerpalette von MAC. Das ist eine Leerpalette. Oh, wie schön. So eine magnetische dann sicherlich. Die finde ich so süß. Wie kann man die Dinger denn da austauschen? Ich gucke mir das mal nochmal in Ruhe an und gucke, ob da meine Lidschatten, die ich sowieso schon da habe, ob davon was reinpassen würde. Dann behalte ich die vielleicht, weil die finde ich wunderschön. Ne? Ich bin zwar von Sternzeichen, das ist wahrscheinlich Widder, ne? Widder, Steinbock, sowas. Aber ist mir egal. Finde ich einfach so schön. Ne? Egal, ob das Sternzeichen passt. Und dann habe ich hier von Maybelline die Nude of New York Palette, aber die ist mir zu nude. Ich mag eigentlich mehr so knallige Looks. Dann habe ich hier was von SheGlam. Ach, ein Highlighter. Von SheGlam habe ich noch nicht so viel getestet. Ja. Ein sehr krasser Highlighter. Aber seht ihr, dass das ist halt nicht nur so Schimmer, sondern sehr viele Glitzerpartikel. Gefällt mir persönlich nicht so gut. Dann habe ich von Essence hier so eine kleine Contouring-Palette. Ich finde das immer lustig, auf den Sachen steht immer, ich bin neu, aber ja, aber da habe ich auch einfach zu viele verschiedene Sachen. Dann von Elf eine Palette. Aber bei den Elf Lidschatten muss ich sagen, bei mir halten die nicht so gut auf dem Auge. Ne? Auch nicht mit, ich benutze ja immer Primer, aber irgendwie mögen die mich nicht. Dann ist hier noch eine kleine Palette von BH Cosmetics, die Totally Plastics Palette. Das war auch so eine Kooperation. Mal gucken, ob ich sie aufkriege. Ach, süß ist die, ne? Das ist so eine lilane Palette. Die finde ich auch hübsch. Da überlege ich mir mal, ob ich die rausnehme, gucke mir mal so ein paar Swatches an, obwohl ich schon einige reine lila Paletten habe. Zwei, drei, weiß ich nicht. Ja, brauchen, ja,
was braucht man schon, ne? Aber schön finde ich sie, deshalb überlege ich mir das mal. Dann ist hier noch eine Palette, die ich selbst reingetan habe. Die nehme ich mir dann wieder raus. Und noch eine kleine Palette von Revolution. Und zwar die Midnight Allure. Ach, hier so rum. Das ist so eine Blechschachtel. Gucken wir mal rein, wenn wir sie aufkriegen. Ach, das ist gar keine Lidschattenpalette. Es gibt aber auch eine Lidschattenpalette in dem Design, sondern das werden Highlighter sein. Genau. Aber sie sehen alle relativ dunkel aus, muss ich sagen, ne? Ich glaube, also der ja, aber die anderen beiden werden mir zu dunkel aus sein. Aber optisch ist die ja wohl der Knaller, ne? Sehr schön. Ja. Ich habe hier einiges auf dem Vielleicht-Stapel. Ich gucke jetzt noch mal durch, was ich definitiv nehme, und dann zeige ich es euch gleich. So, es ist vollbracht. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich zeige euch jetzt, was ich rausnehme aus dem Tauschpaket, aus dem Wanderpaket von der Nadine. Als erstes diese schönen Sticker, die Karte. Dann nehme ich mir auf jeden Fall die Leerpalette von MAC. Die habe ich schon befüllt, falls ihr euch wundert. Dann nehme ich mir die kleine Palette von BH Cosmetics raus in Lila. Die kleine Bodylotion. Die Handcreme. Die andere Handcreme. Die kleinen Halsschmerztabletten, den Eiweißriegel, dann hier diesen Einkaufschip, dann dieses Intimpflegegel, dann nehme ich mir von M. Asam das Gesichtsreinigungsgel zum Testen raus, von Bobbi Brown den Serumconcealer. Dann diesen Stippling Brush und von Revolution die Abschminkpads nehme ich mir raus. Ja, den Cognac Sponge, habe ich euch das schon gesagt, den Cognac Sponge auch. Ja, da habe ich mal wieder eine Menge schöne Sachen gefunden, und es ist ja immer so spannend, was drin ist, und vieles wird ja doch auch sehr durchgetauscht, und ich finde es immer toll, wenn man dann auch ganz neue Produkte entdeckt. Und das ist einfach auch so vielseitig, ne? Also zum Beispiel diese Leerpalette jetzt von MAC. Dann habt ihr auch Lidschatten, ihr habt alle möglichen Cremes. Es gibt immer mal Marken, von denen ich noch nie gehört habe, wo ich selber staune. Und man entdeckt halt auch immer wieder so Schätzchen, ne? Wie das hier jetzt, wo ich einfach weiß, ne? Mein Sohn liebt das, und das nehme ich mir dann immer wieder raus. Es hat mir wieder total viel Spaß gemacht. Ich werde jetzt bei mir alles durchstöbern und mir überlegen, was ich Schönes hier hineinpacken werde. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, einen schönen guten Tag, je nachdem, wann ihr das Video angeschaut habt, und hoffe, ihr verfolgt das Paket auf jeden Fall weiter. Ich muss mal gucken, ich weiß jetzt auswendig gar nicht, zu wem ich das als nächstes schicke. Aber ihr habt alle Teilnehmer, die auch YouTube-Videos drehen, in der Infobox. Dann könnt ihr nicht bei jedem Step, weil es sind nicht nur YouTuber dabei, aber ihr könnt sehen, wie sich das Paket auf jeden Fall entwickelt. Und ich bin schon wahnsinnig gespannt, wie das Paket das nächste Mal bei mir ankommt. Bis dahin, macht's gut, ciao!